Hallo, ich bin Stefan Themann, bin 42 Jahre alt und bin hier ja, mehr oder weniger Trainerbetreuer für die Anfänger und ich schieße auch selber Bogen, Recurve-Bogen im Verein. Also es gibt in Dinglage zwei Vereine, einmal den Schützenverein und dann gibt es noch einen extra Sportschützenverein, den SSV Dinglage. Das ist ein separater Verein, gehört aber ja irgendwo mit zum Schützenverein dazu und ja, hier schießen wir dann Bogen. Also die Bogensparte gibt es seit etwa 1989. In der Bogenabteilung haben wir jetzt aktuell etwa 22, 23 aktive Schützen. Davon 8 Kinder, Jugendliche und die restlichen Erwachsenen. Also die Jüngste ist aktuell 11 Jahre alt. Der Älteste ist jetzt gerade in Rente gekommen. Das ist das Schöne beim Bogenschießen, man hat halt alle Altersgruppen querbeet dabei. Wir schießen auch auf den gleichen Turnieren, unter Umständen auch zu den gleichen Zeiten. Training ist auch zusammen. Bloß je nach Alter werden verschiedene Entfernungen oder Auflagen geschossen. Das ist jetzt so schon 2 Jahre her und seitdem schieße ich halt regelmäßig und auch sehr gerne und dann hat mein Vater nach 2 Monaten auch angefangen und dann haben wir immer zusammen geschossen. Das ist jetzt irgendwie schon richtig in der Familie. Ja, es macht mir einfach Spaß, sich zu konzentrieren und immer zu gucken, wie habe ich jetzt geschossen, wie verändere ich jetzt mein Visier, wie verändere ich jetzt meinen Bogen, damit ich besser schieße. Dann auch immer die Spannung vor den Turnieren. Es macht halt einfach richtig Spaß. Es fängt im Prinzip an, dass man sich an die Linie stellt. Auch jedes Mal versucht er auch genau den gleichen Stand wieder zu finden. Dann geht man halt hin und legt den Pfeil ein. Und ab da versucht man auch wirklich den Ablauf immer gleich zu machen. Das heißt, man achtet auf die Handposition, dass sie auch immer an der gleichen Stelle auf dem Griff ist. Dann schießen wir nachher auch mit einer lockeren Hand. Das heißt, wir haben eine Fingerschlinge um die Finger drumherum, wenn der Bogen dann beim Schuss später rausfliegt, dass er wieder aufgefangen wird. Das machen wir halt daher, dass wir halt beim Schuss keine verkrampfte Hand haben oder den Bogen mal irgendwo zur Seite wegdrücken. Wir legen auch die Finger immer auf die gleiche Weise an die Sehne an, um den Pfeil, damit sich das auch immer gleich anfühlt, weil wir halt ja wirklich einen präzisen Schuss jedes Mal machen müssen. Dann gehen wir halt mit dem Bogen hoch und ziehen dann, die erste Position ist ein Stück weit oberhalb der Auflage und ziehen dann aus, um dann am Kinn zu ankern, weil wir ja mit Visier schießen. Wir nehmen die Sehne an die Nase ran, suchen uns halt möglichst viele Punkte, die wir jedes Mal wiederfinden und dann wird halt sauber nach hinten weggelöst.